Sicher hast du schon einmal von Murphys Gesetz gehört. Es besagt, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Manche Menschen leben unfreiwillig nach diesem Maßstab. Ihr Leben fühlt sich an wie eine einzige, nie enden wollende Pechsträhne. Meistens jedoch ist es so, dass Freud und Leid sich abwechseln. Die guten Zeiten überwiegen und die schlechten verdrängt unsere Erinnerung schnell. Wer spirituell geerdet ist, weiß eine Sache mit Sicherheit. Solche Phasen der Prüfung kommen nie ohne Grund. Jemand, Gott oder das Universum, will uns testen. Entweder sollen wir lernen, was alles in uns steckt, oder wir sollen uns tatsächlich als würdig erweisen für den nächsten großen Cup, den die höheren Mächte für uns geplant haben. Ein Spaziergang wird dieser karmische Testlauf keinesfalls. Woran du erkennen kannst, dass du gerade unfreiwillig an so einem himmlischen Härtetest teilnimmst, das verraten wir dir in unserem heutigen Podcast. Nummer 1. Du sitzt irgendwie zwischen allen Stühlen. Familie oder Beruf, Beziehung oder Karriere, Heimat oder exotische, ferne Länder. Nicht immer sind die Fragen, die das Leben uns vor die Füße wirft, wie eine Kriegserklärung derart staatstragend. Aber Situationen, in denen sich unser gesamtes Denken nur um die Frage, was soll ich tun, dreht, kennen wir alle. Manchmal kommt es knüppeldick, vorzugsweise aus mehreren Richtungen zur selben Zeit. Ergreifen wir eine Gelegenheit, verpassen wir eine andere. Entscheiden wir uns heute so, könnten wir das morgen schon bereuen. Und dann gibt es da noch die Momente, wo wir bestenfalls Klempner im eigenen Leben sind, die ständig nichts anderes tun, als ein undichtes Rohr und einen Wasserschaden nach dem nächsten zu beheben. Kaum ist eine Baustelle abgeschlossen, kommt die nächste Katastrophe zur Tür herein. Dazwischen wollen noch alle möglichen großen und kleinen Begehrlichkeiten gestillt und Menschen gehört werden. Diese Phasen fühlen sich tatsächlich an, als würden wir überall und nirgends dazugehören. Nummer 2. Was schief gehen kann, geht schief. Den deutlichsten Hinweis auf eine göttliche oder universelle Prüfung liefert uns, wie bereits erwähnt, Murphys Gesetz. Hat eine regelrechte Pleiten-, Pech- und Pannenserie dich fest im Griff, dann hilft nur mehr eines – durchatmen. Die höheren Mächte sprechen gerne eine deutliche Sprache, wenn große Veränderungen bevorstehen. Wir Menschen sollen wachgerüttelt werden, und was wäre besser dafür geeignet, als unser gemütliches Leben nach allen Regeln der Kunst so richtig aus den Angeln zu heben? Chaos regiert und kein Stein bleibt mehr auf dem anderen. Wir selbst werden irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Aber keine Sorge, Murphys Gesetz ist kein Dauergast in deinem Leben. Es hat die Aufgabe, alles einmal kräftig durchzuschütteln, um am Ende etwas Neues entstehen zu lassen. Auf diese Weise zwingt uns das Schicksal in die Knie. Wir sollen erkennen, dass es so keinesfalls weitergehen kann mit uns. Damit diese Lektion ankommt, greift man ganz oben schon mal zu dieser Holzhammer-Methode. Nummer 3. Gott und die Welt sagen leider Nein zu dir. Eine Steigerungsform von Murphys Gesetz ist der dritte Hinweis darauf, dass du ordentlich getestet wirst von den Göttern. Man könnte diese Taktik als die Leider-Nein-Methode bezeichnen. Anders als bei Murphys Gesetz wirst du hier nämlich gar nicht erst so weit kommen, dass etwas schiefgehen kann. Keines deiner Schiffe wird den Hafen verlassen. Du erntest Ablehnung und Kritik, soweit das Auge reicht. Menschen ignorieren dich und du fühlst dich isoliert vom Rest der Welt. Dein Leben kommt dir vor, als ob jemand auf eine imaginäre Stopptaste gedrückt hätte. Alles, was du versuchen willst, wird bereits zum Stadium der Planung und des Überdenkens abgeschmettert. Du bist zur Persona non grata deines eigenen Lebens degradiert worden und alle um dich herum lassen dich das spüren.
Das klingt brutal und das ist es auch. Dieser Härtetest nimmt dich vorübergehend aus dem Spiel. Wenn du kannst, zieh dich eine Weile tatsächlich von der Welt zurück und warte ab, bis der Sturm vorüber ist. Er wird dir den Weg freiräumen, aber dafür braucht er freie Bahn. Was kannst du tun? Wir Menschen können nur ganz schlecht nichts tun, jedenfalls die meisten von uns. Am besten überstehst du diese Phasen der Prüfung folgendermaßen. A. Hör auf deine innere Stimme. Sie ist das Sprachrohr deines höheren Selbst und somit dein heißer Draht nach oben. Gott oder das Universum sprechen zu dir, wenn du offen und empfänglich dafür bist. B. Achte auf die Zeichen. Propheten gibt es auch heute noch und sie weilen mitten unter uns. Hör zu, was andere Menschen dir sagen. Die höheren Mächte bedienen sich ihrer oft, um uns Botschaften zu übermitteln. Achte aber auch auf Synchronizitäten, Engelszahlen und weiße Federn oder Münzen. All das sind kosmische Arten der Nachrichtenübermittlung. C. Übe dich in Demut und Dankbarkeit. Wenn du an Gott glaubst, lobe den Herrn, danke ihm im Gebet und zeige, dass du seinem Plan vertraust. Das Universum hat ebenfalls nichts gegen einen Akt der Dankbarkeit und schätzt ein wenig Demut und Hingabe durchaus. Unser heutiges Fazit: Nur die Harten kommen in den himmlischen Garten. Wir hätten gerne bessere Nachrichten für dich, aber die höheren Mächte sind nun einmal anspruchsvoll, was das Leben hier auf dieser Welt betrifft. Nicht jede und jeder von uns kommt automatisch eine Runde weiter, nur weil wir anwesend sind. Wir müssen zeigen, was in uns steckt, dass wir hart im Nehmen sind und das Gute auch verdienen, das das Schicksal für uns bereithält. Gott und das Universum lieben die Menschen. Aber sie bevorzugen fraglos jene, die sich selbst helfen und die ihre Zukunft in die Hand nehmen. Wer das Leben beim Schopf packt und nichts unversucht lässt, um für sich und seine Lieben das Maximum herauszuholen, darf sich fraglos Liebling der Götter nennen. Wenn wir dafür die eine oder andere Durststrecke überwinden müssen oder uns mit Stolperfallen, Blendgranaten und anderen Hindernissen herumplagen müssen, ist das ein fairer Preis. Am Ende all dieser Belastungsproben steht eine Belohnung, die es tausendfach wert war, ein wenig Blut, Schweiß und Tränen zu opfern. Gott und das Universum haben ein Upgrade für dich vorbereitet, das du garantiert nicht verpassen willst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.